Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Orta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Aha. Kennst du Captain Boso? Klar, er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Mit dem habe ich schon geredet. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlef trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Na dann, Barmann. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetier. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vor... Das kommt mir kein vor. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Ja... Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Fall Spritzi-Toilettenausstattungen. Haarausfall, Nasenschleimhautverätzungen. Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen. Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garlef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garlef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Nach dem Schlüssel. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich habe schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Ein Drink bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Mach es. Hallo, go. Okay, Rufus. Das hier ist eine Routine-Situation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig, siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Ein Romantiker, ein Draufgänger, ein Nachdenklicher. Die sieht fast wie ein Draufgänger aus. Ja. Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen.
Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Hier lungerst du also rum? Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonys Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Aha. Igitt, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Grippeviren, ein bisschen Corona. Miam, miam, miam. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Komm doch bitte einfach mit. Nein. Und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Tja, also... Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh... So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Tja. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Hey, Baby. Oh. Jetzt geht es los. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Die Fernbedienung. Die Datasette passt schon mal. Jetzt muss nur die Fernbedienung noch funktionieren. Dank meines Charmes wird der Rest dann ein Kinderspiel. Aha, Fernbedienung mit Datasetten. Go. Grünes Fragezeichen, blaues Fragezeichen. Blau. Mhm.
Nanu, wie bin ich denn hier gelandet? Das fragen sich die meisten, aber die wenigsten wollen die Antwort wirklich hören. Du bist lustig. Ach du Schande. Go. Sie hat sich verändert. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Ja. Hey, Baby. Meinst du mich? Ach du Schreck. Schau mir in die Augen, Kleines. Ist dir eine Kontaktlinse verrutscht? Hier ist es so schummrig, ich kann kaum etwas erkennen. Hat sich erledigt. Die naive Goal. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Schon irgendwie, ja. Oh, aha. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Ich habe gerade angefangen, den Insekten auf der Theke Namen zu geben. Das hier ist Ronny, das ist Donny und das hier ist Prinzessin Hinkebein. Warum humpelt Prinzessin Hinkebein? Sie ist traurig, weil sie so alleine ist. Was tust du? Nun ist Ronny Prinz Hinkebein. Oh, wie süß. Du bist ja ein echter Tierfreund. Ja, ja. Aha. Ich geb's auf. Was gibst du auf? Nicht weiter wichtig. Ah, oh, wie schön. Du musst mit zu Doc kommen. Huch, bin ich denn krank? Nein, nein. Oh, Himmel. Jetzt merke ich es auch. Ich glaube, ich habe Fieber. Du bist nicht krank. Mein Hunger ist ganz kaum. Kannst du mal gucken, ob mein Zäpfchen angeschwollen ist? Ah. Jetzt hör doch mal zu. Du bist nicht krank. Puh, so ein Glück. Ich dachte schon, ich muss zu Doc. Aber du musst ja auch zu Doc. Huh? Bin ich denn krank? Na, das kann ja noch lustig werden. Das kann heiter werden. Komm doch bitte einfach mit. Wohin? Na, zu Doc. Wer ist Doc? Sag mal, bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß nicht. Bin ich? Weise. Ach ja, da war was. Erinnerst du dich denn gar nicht? Na doch, du bist Rudi. Rufus. Puh, das ist anstrengend. Mein Kopf fühlt sich an, als hätte mich ein brennendes Sägeblatt an der Schläfe getroffen. Offensichtlich kannst du dich an gar nichts erinnern. Umso wichtiger, dass du mit zu Doc kommst. Wahrscheinlich hast du recht. Du bist so ein guter Freund, Rudi. Schon? Also kommst du? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen verhindern, dass der Organon Deponia sprengt. Habe ich richtig gehört? Ihr wollt den Organon stoppen? Sag jetzt nicht, dass ihr auch zu diesen Widerstandsspinnern gehört. Widerstand? Wovon redest du? Na, wovon schon? Von Janosch und seinen Leuten natürlich. Janosch? Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, dass ich keine konspirativen Treffen in meiner Bar dulde. Es fängt an mit Tod im Organon und endet damit, dass ich die Erdnussflips aus der Jukebox pulen muss. Hast du das gehört, Rufus? Eine echte Widerstandsbewegung. Ich hab's gehört, ja. Unglaublich spannend. Aber viel wichtiger ist doch, dass du mit zu Doc kommen wolltest. Wir reparieren dein Gehirn und... Das geht jetzt nicht. Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Ja, was? Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus, ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr an einen Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein. Das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich hab dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Oh wei. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Das können wir, das ist ja... Ach du Schreck. Lady Goal. Und das... Wo bin ich hier? Weißt du das nicht? So viel hast du doch noch gar nicht getrunken. Das hier ist immer noch Gullivers Gully, die dunkelste Spelunke auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Schwimmender Schwarzmarkt? Doch nicht etwa auf Deponia. Wo denn sonst? Was ist das für ein Rufus, ich dreh ihm den Hals um. Alles in Ordnung? Gib mir einfach etwas von deinem stärksten Stoff. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir auch genauso gut die Birne zuballern. Einmal rostroter Hirntod. Kommt sofort. Lady Goal, Baby Goal. Und das ist dann... Aha.
Die Widerstands-Goal. Nee, das war die andere, die Baby-Goal. Ja, gut. Interessant. Das kann ja lustig werden. Ich muss mal in die frische Luft. Ja, nein. Ich geh mal lieber rein. Genug Frischluft. Na, schöne Wurst. Das kann ja lange dauern. Das kann ja ein längeres Spiel werden. Die drei Teile von Goal zu überreden.